Name ist Luciano Bergamin. Ich bin der Leiter von der Informatikdienst aktuell noch. Angefangen habe ich 1985 in der Abteilung für Datenverarbeitung damals. Also ich habe Software entwickelt über mehrere Jahre. Ich habe Projektleitungen dürfen ausüben. Ich habe eine Sektion während 15 Jahren geleitet und bin gleichzeitig der stellvertretende Abteilungsleiter gewesen von meinem Vorgänger. Und jetzt seit 14 Jahren IT-Leiter noch bis Ende dieses Monats. Also mein Name ist Robert Detter. Ich habe Jahrgang 1936. Und ich habe 1952 bis 1955 kaufmännische Lehre gemacht. Nachher bin ich 2 Jahre in einer Textilfabrik gewesen, Buchhaltung und Löhne. Dann habe ich gefunden, ich will jetzt Welsch, ein Jahr Französisch lernen. Bin auf Neuenburg. Und dort bin ich dann das erste Mal in Kontakt gekommen mit Lochart, damals noch. Und dann, wir sind von der IBM Bern aus betreut worden, dort unten. Und dann habe ich gekündigt und bei der IBM gefragt, wo haben wir jetzt die neuesten Systeme verkauft? Das Neue ist da das 360 aufgekommen. Dann unter anderem war es EWB. Und dann habe ich mich dort gemeldet und so bin ich auf Bern gekommen, als EWB. Eben 1964 hat man den Datenverarbeitungsdienst im EWB gegründet, hat dort die erste Anwendung entwickelt, die Energieversorgung, Energieverrechnung, Gas, also Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Kehrichtgrundgebühr. Und sukzessive hat man nachher zusätzliche Anwendungen entwickelt, sodass nachher in den 70er Jahren der Datenverarbeitungsdienst vom EWB ausgelagert ist worden und die Stadtkanzlei ist angegliedert worden. Also angestellt bin ich dort als Chefprogrammierer. Das tönt so vornehm, oder? Wir haben 2 Programmierer und ich, also wir sind das dritte gewesen, die programmiert haben. Im Operating sind etwa 4 gewesen und noch ein Chef. Und dort ist die Energieverrechnung, also Strom, Gas, Wasser, ich glaube später dazu gekommen, hat man faktoriert. Und das war ja so 80-90% fertig gewesen. Und dann habe ich das noch geholfen, fertig machen. Und mit dem Frauenstimmrecht ist dann ein rechter Ausbau gekommen. Und das war dann nicht mehr Sache vom EWB gewesen, natürlich. Und dann haben sie uns Präsidialabteilung unterstellt. Wir sind dort eingegliedert worden, sind aber im Haus vom EWB gewesen. Und von dort war das EWB einfach ein Kunde gewesen für uns. Also unser Standort war ursprünglich im EWB-Gebäude, gewesen, an der Sulgeneckstrasse. Dort habe ich noch 1985 angefangen. So 1985, da hat man eben Software entwickelt. Dann zumal haben wir in der Stadtverwaltung praktisch sämtliche Softwareprodukte, die Abteilungen gewünscht haben, haben wir selber entwickelt. Man hat noch nichts ab der Stange können kaufen, also Standard-Software zu der Zeit war noch so ein bisschen ein Fremdwort gewesen. Je mehr das installiert haben draussen, gibt es überall wieder Änderungen. Also in der Energieverrechnung hat man sicher mal Wasser und Kehricht einbauen und so Sachen. Es gibt einfach, je mehr das ihr habt, je mehr braucht ihr im Verhältnis Ressourcen, das Zeug zu unterhalten. Programmiert haben wir nachher später eigentlich nicht mehr. Die Einwohnerkontrolle weiss ich, habe ich noch selber programmiert. Genau, nach 5 Jahren Programmierung hat es mich hingezogen, nächste Schritte zu machen. Also nicht nur programmieren, sondern Analyse bis hin zu Projektleitungen können ausüben. Und dazu haben wir eine entsprechende Aus- und Weiterbildung müssen durchlaufen. Das ist eine Programmierer-Analytikerschule einerseits und andererseits auch ein Wirtschaftsinformatikerstudium, das ich 1992 abgeschlossen habe. Und das hat nachher dazu geführt, dass ich eine Projektleiterstelle durfte, annehmen in dieser Abteilung.